Ja, wir sind, wie gerade vorhin aufgestanden, ein grosser Tag heute. Wir fahren gerade auf St. Jakobspark in Basel. Ich bin mega aufgeregt und ich freue mich, dass es bald so weit ist und ich bei Basel unterschrieben wird. Im letzten Jahr viel beobachtet bei Xamax. Er ist sehr interessant, weil er ist nicht nur gross, sondern auch technisch noch gut. Er kann sich durchsetzen, er schafft gut für die Mannschaft, auch defensiv. Und macht natürlich auch Goal. Ja, der Wechsel von Kemal ADEMI zum FC Basel ist natürlich eine grosse Sache, einerseits für den Spieler, einerseits für uns als sein Management und auch für den FC Basel, der sich durchgesetzt hat gegenüber anderen Vereinen, international und international. Die Entwicklung, die er gemacht hat, hat er nicht einen ganz einfachen Weg gemacht, er musste kämpfen für die Chancen und das ist etwas, was mich unglaublich beeindruckt hat und er hat jetzt auch bei Xamax Goal geschossen, was sehr, sehr wichtig ist und entscheidend für den Verein. Ja, es ist sicher sehr speziell, vor allem das Liebli, das rot-blaue Rüberstreifen. Ich meine, als Kind, als U-Junior, hast du immer dafür geträumt, dass du mal im Jockeli spielst. Und ich spiele noch für Basel, das ist noch grösser, das macht mich richtig stolz. Ja, es hat viele Spekulationen gegeben. Ich meine, überall ist geschrieben worden und. Ich freue mich jetzt, dass es geklappt hat und bin richtig froh. Ich bin auch zum Meister werden und ich werde auch alles dafür geben, dass es klappt. Wir haben längere Zeit einen gesucht, einen grossen Stürmer, aber das ist auch noch schwierig, auch von den Preisen her, weil so Stürmer sind natürlich gesucht. Und ich konnte mir einen Ablösefrei nehmen von Xamax. Das war natürlich ein Schnäppli. Ja, ich denke, er ist ein klassischer Mittelstürmer. Einer, der natürlich durch seine Größe prädestiniert ist für das Anspiel, für die erste Anspielstation da vorne, dass er den Ball verteidigen kann, dass er den Ball auflegen kann. Ich glaube, er bringt aber auch noch ein neues Element für uns mit seiner Kopfballstärke, also für Flanken, für Standards, ob das offensiv ist, defensiv. Und das ist das, was wir eigentlich auch noch gesucht haben. Ja, der Kemal hat einen guten Weg gemacht. Natürlich war er 3 Jahre im Ausland in Deutschland. Bei Hoffenheim hat er eine Top-Ausbildung bekommen und 3 Jahre auch im Ausland verbracht, selbstständig gewesen. Da hat ihm sehr viel geholfen, hat seine Perspektive hat sich da wahnsinnig geöffnet. Wir sind schon seit einigen Monaten sehr überzeugt von ihm. Und ja, wir sind nur überglücklich, dass er jetzt wirklich da bei uns unterschrieben hat. Und wie gesagt, so ein bisschen eine egoistische Note. Ich sehe auch sehr, sehr viel von ihm in mir oder von mir in ihm. Ich
beide wollen wieder wollen noch Titel holen. Und ich glaube, der Kemal kann mit seiner Mentalität, mit seiner Art dem Verein viel helfen. Und Basel ist gewohnt, solche Spieler weit aufgeführt haben. Und ich denke, das kommt gut. Ich bin da sehr zuversichtlich. Es ist ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl. Ich meine, ich freue mich riesig, dass es jetzt geklappt hat. Und mit dem vielen Warten hat es sich jetzt gelohnt. Und ich freue mich richtig, dass ich jetzt da bin, wo ich sein will. Er hat eine gute Saison gehabt bei Xamax. Er hat dort auch Goal geschossen. Und ich denke, dass er sich bei uns auch noch weiterentwickeln kann. Das ist klar. Natürlich auch immer eine gewisse Zeit brauchst, wenn du den Verein wechselst, musst alles kennenlernen. Er hat sich jetzt auch schon gut integriert, ich glaube, er fühlt sich auch wohl. Und dementsprechend ja, muss er auf dem Weg weiterarbeiten, muss dranbleiben, muss Konkurrenz annehmen, die ja auch bei uns im Sturm recht gross ist. Er bringt wirklich alles mit für eine Top-Karriere. Und wichtig ist, dass er weiterhin mit den Füßen am Boden bleibt und hart arbeitet und nie zufrieden ist mit dem, dann wird er ganz, ganz weit kommen. Also wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit gehabt, sehr, sehr freundschaftlich und sehr und wirklich sehr fokussiert. Und das ist in diesem Geschäft ja nicht normal, dass alles wirklich so diskret behandelt wird. Und das ist auch mit unter dem Punkt gewesen, wo wir aber auch vorher noch gespürt haben, dass es zwischen dem Management vom Kemal und auch zwischen uns und dass es einfach alles passt. Und wir haben am Anfang schon sehr, sehr gute Gespräche gehabt. Dass wir jetzt das so haben können abschließen, ohne dass etwas an die Öffentlichkeit gegangen ist, das ist nochmal ein Pluspunkt mehr. Ja, ich meine, für meine sportliche Karriere ist es nochmal gut gewesen, dass ich zu einem Top-Club, besten Club der Schweiz, den nächsten Schritt mache. Ich bedanke mich natürlich bei Frontclub, dass man das jetzt über den Tisch gebracht hat. Und ja, wir haben es zusammen verdient. Und Familie natürlich auch. Und wir sind überglücklich, dass er bei uns unterschrieben hat. Und wir freuen uns wirklich auf seine Goal, die er nächstes über den FC Basel schießt. Und im Kemal stehen alle Türen offen. Da bin ich überzeugt davon. Und ich glaube, der nächste Schritt ist für den FC Basel und für ihn perfekt.